So, das kennen wir ja auch. Ah, Ausrüstung. Lebendig und lautes Hemd. Wenn dein Schild zerbricht, erhöht sich dein Schaden und deine Geschwindigkeit für 5 Sekunden oder Magazin wird sofort aufgeladen. Hemd haben wir noch gar nicht. Zieh ich mir mal an. Schaden kann es ja nicht, ist ja auch kalt geworden. Kühlschrank leer, schade. Auch leer. Und ein Audiotagebuch. Observation number 22 regarding unknown phenomena. What is the source of phenomena? Suchong employ observers. Observer task to find more phenomena. Observer reports back. Young woman appear from phenomena. And just as soon, young woman disappear. Observer has nothing else to report on topic. If Suchong can find this woman, she will make interesting new phenomena. Dem Suchong ist also Elizabeth erschienen, wie es aussieht. Ah, da unten blinkt und blitzt es. Echt, hier war nur der eine Raum? Okay, huch. Dem Suchong ist Elizabeth erschienen, aber gleich wieder verschwunden und er wünschte, er könnte an ihr rumexperimentieren. Natürlich. Lockpick. Die kriegen wir nicht alle auf, ne? So, von hier kommen wir ja. Und hier geht die Treppe runter. Und ich erahne eine Selbstschussanlage. Die können wir gerade mal gnädig stimmen vielleicht. Ja, hier riecht es ein bisschen unfrisch, aber was willst du machen? Es hilft ja nichts. So, meine momentane Quest kann ich da also auswählen. Okay, dann sollten wir schnell wieder hier raus. Ansonsten haben wir da eigentlich alles, ne? Genau. Dann raus da und jetzt auf der anderen Seite weiter. Das ist ein Teddy da oben. Smooth taste of... Was? Der leichte Geruch einer werdenden Mutter. Also jetzt, die Mutter riecht jetzt nicht die werdende, sondern natürlich die Kippe, die sie im Maul hat. Das ist nämlich gut für die Mutti, weißt du, wenn die raucht, wenn sie schwanger ist, das entspannt so schön. Und später ist das Kind auch ein bisschen ruhiger als sonst. Nickt dann vielleicht ein bisschen mit dem Kopf und wippt. Und es sieht so aus, als hätten wir hier gleich eine feine Rundfahrt. Ein motorisierter Patriot kann nicht schaden. Der kommt jetzt zu uns. Offenbar gibt es noch keine Feinde. Hui! Mal gucken, ob das noch so bleibt. Es sieht fast aus wie ein Endkampfszenario. Okay, hier passiert noch nicht so viel. Von hier kommen wir, ne? Genau. Bin ich wieder genau richtig gelandet. Wollte mal eine Runde rumfahren und gucken, was los ist. Puppe benutzen. Ich wollte gerade schon sagen, woher kennt denn die mich? Ah ja, diese Puppe enthält Product Placement. Smart Daddies get placed at the garden. Okay, ja gut, halt die Klappe.
Harburger Tuck. Schön mit den Spielzeugen und so. Toy Soldiers. Und ich rieche es schon. Es riecht hier nämlich ein bisschen nach Falle. Der Patriot ist auf unserer Seite immer noch. Oh, mein künstliches Hüftgelenk quietscht ein bisschen. Das brauchen wir noch nicht. Es riecht hier einfach. Es riecht, es stinkt hier sozusagen. Was ist das denn? Ach, das ist der Patriot, ne? Oh, Matroschkas. Oh, schön. Aus Reihens Heimer. Da-da. Oh. Jetzt habe ich einen Patriot außerdem weggeschickt. Den hole ich mir mal wieder, weil der ist ja so ein bisschen unser Bodyguard. Ah. Do it. Willkommen zurück. Und der kommt ja offenbar auch aus Kolumbien. Aus Columbia. Entschuldigung. Hat Kaffee mitgebracht. Es riecht hier doch einfach nach Falle. Es riecht doch so, als... Hier sind so viele Sachen einfach. Das muss doch... Irgendwann werden die angreifen. Aber vielleicht erst später. Wenn wir zurückkommen, wahrscheinlich. Hm. Naja, da hinten konnten wir reingehen irgendwo. Wo war das nochmal? War das da unten? Nee, das war da oben. Per Frachthaken. Okay, es sieht so aus, wenn wir hier irgendwas holen, dass wir anschließend Besuch kriegen im Räumchen. Und vor allen Dingen stand da ja auch, he's inside. Ernsthaft? Für zweimal Munition? Da ist noch eine Tür. Employees only. Okay, dann mach ich mal ganz kurz die Tommy Gun. Ah ja. Hier können wir offenbar die Heizung hochdrehen und wie es aussieht, werden wir anschließend Besuch kriegen. 55 Grad. Hoffentlich keine Celsius, sonst haben die Little Sisters echt ein Problem. Aha. Ach, da fehlt noch ein Luftschacht. Scheiße. Entschuldigung, da war ich meiner Zeit wieder voraus. Das heißt, ich jogge erstmal zurück. Hallo? So, dann folge ich mal den Pfeilen. Wo ist denn das Bistro? Bistro? Achso, der lädt gerade. Ich war gerade... Ich war gerade wieder furchtbar irritiert, immer wenn er Pause macht. Oh, Alter, das ist ja schon wieder Splicer Spawn. Das ist aber wirklich nervig. Hilft der Köder jetzt überhaupt? Mann, ich wollte dahin. Mann! So, einer muss hier noch sein.
Hallo, jetzt beweg dich mal. So, dann haben wir das jetzt wieder hinter uns. Ach man, ey, dass die immer wieder spawnen, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So, jetzt aber erstmal gucken. Scheiße, da sind wir jetzt echt zu weit gelaufen. Hier ist dicht. Ich hoffe, hier kommen die nicht auch wieder. Och nö. Open it. Zu viele! Und eine Selbstschussanlage! Scheiße! Take this now. Jaha! Kleine Päuschen! Und tot! Scheiße! Boah, das ist aber echt... Das ist aber echt kacke, dass sie immer wieder neu spawnen und dann noch in diesen Stückzahlen. Das ist wirklich ein bisschen ätzend. Open it. There you go. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen besonderer voran. Viel Spaß! Müsst ihr denn nicht an den Typen mal schießen? Wieso schießt das Ding den Typen nicht? Ach was! Alter! Das ist ja wohl ein Scherz! Ich bin hier gespawnt und das Ding ist genau hinter mir. Mann. Man ärgert sich manchmal doch schon. Wieso blinkt ihr eigentlich? So. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob das bei Bioshock Infinite genauso war, also beim normalen, beim regulären, dass die Gegner immer wieder neu gespawnt sind, weil... Ganz ehrlich, da geht ja auch so viel Muni bei Flöten. Offenbar habe ich irgendwo einen ausgelassen. Scheiße, eine so ein Ding. Und jetzt muss ich den ganzen Weg zurück. Ach, scheiße, das darf doch nicht wahr sein. So, da. Mann. Beeil dich, jetzt muss ich den ganzen Level neu laden. Scheiße. Ich muss echt öfter auf N drücken. Ich habe mich jetzt darauf verlassen, dass wir hier linear durch die Gegend düsen. Bitte sag mir nicht, dass hier auch wieder welche neu gespawnt sind. Ach, da ist das Bistro. Hier noch am Anfang vom Level. Scheiße. Ich bin hier dran vorbeigelatscht. Oh, sorry, honey. I have been in the weeds this entire shift. Oh, that's just terrific. All the two of you. Oh, and a doctor, no less. Now you be sure to bring me some pictures of you in the gown. Now, you hear? Who? Cup of Joe, sweetie. Oh, would you like to hear today's specials, or are you already decided? These ideas in your head. Adrenaline! So. Okay. Wenn das Schild kracht, dann kriegen wir Geschwindigkeit dazu und so weiter. Deswegen die komischen Streifen gerade. Wir haben ja dementsprechend die Klamotten an. Tja, also hier würde ich auch nicht mehr bestellen, ehrlich gesagt.
Wenn ich die wäre, ich wäre mit dem Service ein bisschen unzufrieden. Ich finde die Musik toll auch. Ich mag den 50s Look. Oder 20s, je nachdem. Ich finde die Musik super. Don't you slam the door on me. Ja. I just got complacent. Once she sees her, was, Waffen? Go ahead. Sure thing. Beep! Ah, da steckt noch ein Früchtchen. So, Früchtchen weg. Alle happy. Ich habe nur das Gefühl, wenn wir das letzte Ding schließen, dann spawnen wieder alle möglichen Gegner überall. What is that thing in there? It's a radar range. Never could figure out if the thing's designed to cook a turkey or a splicer. Damn door's got a key code lock. No way to get in without knowing what it is. Okay, ein Zahlenschloss hat das Ding. Und hier finden wir zufällig gerade ein Audiotape. All I could think was, there are millions of bacteria in each drop of saliva. Did he brush his teeth? What if he touched a doorknob and then put his fingers to his lips? I waited weeks for that kiss. And ruined. Drei. Na komm schon, lalala. 9, 5, da geh ich mal. So, 3958 haben wir vom Audiolog. Und da haben wir diese komische Fry Pistol, die wir überall auf den komischen Werbeplakaten sehen. Die Mikrowelle. Wow. Oh, das bist du. Entschuldige. Gefällt mir ganz gut. Gesundheitskit aufheben? Wo war das Gesundheitskit? Überhaupt, was haben die alles? Das ist ja der meiste hier ist ein bisschen ekelhaft. Das würde ich auch nicht mehr essen. So, die Mikrowelle, muss ich sagen. Da bleibt nicht mehr viel übrig. So, Medizin nehme ich mit. Medizinkiste braucht man nicht. Ja, dann schließen wir das letzte Ding und dann ist auch Ruhe. Bams. That's the last one. Let's head back to the toy department. Naja, und den ganzen Weg wieder zurück. Ich entschuldige mich nochmal, dass wir hier und so, naja. Oh, lecker. Oh, lecker. That's what I've been lacking. Who the hell are you? Das gefällt mir ganz gut. Oh, der hat ein niedliches Kistchen fallen gelassen. Mit einem Häselchen drauf. So, ich habe schon gehört, da sind wieder neue Splicer. Ah, das sind keine... Ich dachte gerade, das wären Kippen. Trotzdem kaufe ich mir mal an. So, Beschleunigermod. Was können wir dann für das Ding holen? Erhöht Schaden um 25%. Kostet 150, wir haben 644. Bewirkt, dass die Mikrowelle Feinde zusätzlich verlangsamt. Langsam kochen Mod. 200 doch, weißt du was? Probieren wir es mal aus. Zack. Haben wir das Ding geupdatet. Munition können wir auch kaufen. Hier Beschleunigermod. Machen wir mal ein bisschen schneller. Und beide Updates haben wir drauf. Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier zum Beispiel meinen Lieblings, den Tommy Gun. Okay, passiert gar nichts. So, 70, dann sammle ich hier mal wieder ein bisschen Muni rein. So, für Mikrowelle haben wir. Oh, haben wir nicht voll. Jetzt haben wir voll.
Die haben wir voll. Okay. Ja, ja, ich weiß da. So, das war relativ okay. Jetzt müssen wir uns schon wieder komplett durchkämpfen. Das wäre angenehmer, wenn es hier für Experience Points für gäbe. Jetzt müssen wir wieder hier durch und ich hoffe, da haben nicht wieder schon wieder Feinde gespawnt. Bitte sag, dass da jetzt nicht neue Feinde kommen, weil ganz ehrlich, so langsam wäre es mir lieb, wenn wir dann doch mal weiter kämen. Securis! Na komm, lad mal schneller jetzt. Wir waren da schon mal. Boah, zum Glück keine neuen Feinde. Puh! So, dann ab durch den Bücherladen. Oh. Also, dann ab durch den Bücherladen. Lädt. Ab durch den Showroom. Bitte sagt, dass keine neuen Feinde da sind. Ich muss gleich niesen. Wer hat denn da eine Feuerfalle aufgestellt? Das war wahrscheinlich ich. Da oben drauf ist die auch total sinnvoll. Was war das? Und wieso habe ich das Geld da noch nicht gefunden? So, Eve ist voll, brauchen wir nicht mitnehmen. Ah ja, Mikrowelle, hätten wir uns sparen können, das zu kaufen. Was ist denn das da oben? Ach, Munition für Tommy Gun, na super. So, hätten wir die Kisten hier... Lädt. Hätten wir die Kisten hier durchsuchen können? Nein, das sind andere Kisten. Alter! War das die Taufe gerade? Der hält eine Schale in seinen Händen und rechts hast du deutlich das AD an der Hand gesehen. War das gerade die Taufe? Alright, let me go check the exhaust vent. Das was? Ach hier. No sign of her. Looks like we'll need to turn up the thermostat if we're gonna flush her out. It's over that way. Natürlich, das machen wir gleich, aber erstmal den hier. Done. So, jetzt können wir auch in Ruhe. Ich dachte gerade, da bückt sich einer, aber das sind nur Pilze. Das darf ich nie im Wald sagen. Thermostat's right there. Turn the heat up. I'm not going to burn her. It's the only way to bring her to us. If you won't do it, I will. Ja, dann mach du. Just give me the word. Ja, bitte, mach es. Ich hab's gerade gesagt, mach es bitte. Ich mach das, Alter. Ich kann auch die Kleine nicht rösten. Ich mach Mr. DeWitt. Ja, mach du das bitte. Ach komm, das muss man selber machen. Turn it up. What? Turn the goddamn thermostat up. Na also. Wie kann man nur so herzlos sein? Nur ein bisschen, nicht so viel, nicht. Bist du bescheuert? Do you hear that? We need to get back to the exhaust before we lose the girl again. Uh-oh. Sally, come out! It isn't working. I told you she's coming. Ich kann das nicht aufmachen, verdammt. Oh, die Arme. It isn't working. Turn If it off. If we turn it off, it's not gonna work. We have to turn it off. We are hurting her. Komm raus! Komm raus, komm raus! Sally, it's Booker. It's me. Sally. Komm raus. Come on. I'm gonna get you out of here. Komm raus. Sally! I'm out here right now! No. Sally. No. Booker! Mr. Bubbles! No! Was? Eliminiere den... Aua! Ich kann mich nicht bewegen. Schnell! You bet. Oh, fuck it!
Okay, ich... Oh, Alter, scheiße. Okay. Tommy Gun. Haben wir noch ein bisschen Muni. Das ist aber nicht so vielversprechend. Schrotflinte ist super. Mikrowelle könnte funktionieren. Glaube ich aber eher noch nicht dran. Der Schockjockey. Immer gut gegen Big Daddies. Wo ist er? Yes! Mr. DeWitt, the girl! Schnell! Sally! Komm, beeil dich! Raus da! Komm! Nimm meine Hand! Mr. DeWitt! It's okay, Sally. Is she? Look at Sarah. She's come to see you. We're going home. Do you want to go home? Don't fight. Please, don't. I'm here. I just want to take you home. I just want you to stop. Get her back. You're hurting her. She's got to come with me. She's not your child. She is mine. Let her go. She's mine. It's closing. Shut it down. Shut down the machine. You've got to pull her through. Pull. Shut down the machine. No, she's not through. Hurry. Shut it down. Wasn't yours, Comstock. Oh, no. I wasn't. No. Yet you had to have me, didn't you? No, this isn't right. And when the guilt no. was too much... You turned to us to solve your problem. To provide a place to go where you might forget. Where there never was an Anna in the first place. Comstock was never one to own up to his errors, was he, brother? Never comfortable with the choices he made. Always seeking someone else's life to claim as his own. Elizabeth. Child. I am so sorry. You're about to be. Was? Wie? Bitte, wo? Ich mache mal kurz die Credits an. Alter, was war... Also wir sind quasi jetzt nicht mehr Booker, sondern wir sind jetzt quasi der Prophet, der sich dann den Bart abrasiert hat, den wir eigentlich in Bioshock Infinite ja kaputtgeschlagen haben, bis er sich nicht mehr gerührt hat. Den haben wir ja ersoffen im Taufbecken. Und der sind wir jetzt mit abrasiertem Bart in einer neuen Rolle, wieder als Booker DeWitt, diesmal in Rapture. Aber wer hat ihn da hingepflanzt? Das waren die Lutheces. Trotzdem, ich verstehe die Zusammenhänge noch nicht ganz. Das war jetzt... Jetzt haben wir durch Rapture getobt und auf einmal kamen die ganzen Information Overflow. Ich habe mir am Anfang schon gedacht, als ich den Puppenkopf gesehen habe, habe ich schon gedacht, huch, der sieht aus wie Elizabeth. Das heißt, wir befinden uns in einer alternativen Realität. Wir sind immer noch der Prophet, also Comstock. Das heißt, auch wenn man den in der Wiege ersoffen hat, das haben wir damals schon festgestellt, es muss noch unendlich viele Realitäten geben, in denen es immer noch einen Comstock gibt, weil es gibt keine Quellrealität, wo der erschaffen wird. Die gibt es einfach nicht. Das ist ja ein Baum mit unendlich vielen Ästen. Das heißt, in unendlich vielen Variationen dieser Äste wird dieser Comstock bei der Taufe geboren aus Booker DeWitt. Und wir sind jetzt einer davon. Wir haben einen der Comstocks umgebracht und wir sind jetzt quasi ein anderer, der irgendwie
wieder in die Rolle des Booker DeWitt zurückversetzt wurde, diesmal in einem Rapture in der Vergangenheit. Und in einer Realität, in der Booker den Körper seiner Tochter retten konnte, aber nicht den Kopf. Und die Elizabeth, von der wir wussten, dass die aus Columbia sein musste. Bitte was? Mich? Wie jetzt? Ja, das ist sehr schön. Ich blende euch mal ganz kurz leiser im Hintergrund. Aber ich kann jetzt auch nicht moderieren, während die quatschen. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Pass auf. Also, was wollte ich denn jetzt sagen? Die Elizabeth, wussten wir, dass sie aus Comstock kommt? Das wussten wir, dass sie aus Comstock kommt. Naja, so gesehen stimmt das natürlich auch im übertragenen Sinne. Naja, nicht im direkten Sinne. War ein Einspritzverfahren. Jedenfalls, was ich sagen wollte, die Elizabeth kommt ja aus Columbia, das wussten wir. Und es war die Elizabeth mit der Taube am Kragen, also mit dem Vögelchen am Kragen, was wir hier ausgesucht haben. Es war die Elizabeth mit dem Fingerhut am kleinen Finger, das haben wir gesehen. Es war also definitiv eine der normalen oder einer der uns bekannten Elizabethen. Und er hatte, der Booker oder der Comstock hatte Erinnerungen daran, dass die Elizabeth quasi kopflos zurückkam, also getötet wurde dabei. Aber wer war dann das Mädchen im Schacht? Wieso wollte er sie retten? Vielleicht aus der Erfahrung damals heraus? Ich weiß es nicht. Weil die im Schacht, ich glaube nicht, dass das eine Elizabeth war. Oder vielleicht doch. Oder also in dem Fall eine Anna halt. Ich weiß es nicht genau. Ist echt schwierig. Schreibt doch mal eure Mutmaßungen, eure Vermutungen. Gerne, ich bin ganz offen, ich hab da ehrlich gesagt, das hat mich gerade voll erschlagen. Ich muss mir das jetzt nach der Aufnahme nochmal direkt angucken. Ich bin gerade noch geflasht. Und ich hoffe, dass Episode 2 von Buried at Sea bald rauskommt. Oder hier heißt es übrigens ganz kurz, Inhalte zum Herunterladen. Auf Deutsch heißt es ja so schön. Hier ruckelt es ein bisschen im Menü, ich weiß gar nicht warum. Seebestattung Episode 1. Kampf in den Wolken habe ich übrigens ausgelassen. Das war nur ein Kampfding und hat sich gar nicht gelohnt, storytechnisch. Naja. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald schon wieder bei Bioshock Infinite und dann mit Episode 2 von Burial at Sea, von der Seebestattung, wenn wir dann hoffentlich ein bisschen mehr, naja, in Erfahrung bringen können. Und nicht vergessen, es ist natürlich nur ein DLC, es ist keine Mega-Hauptstory, keine neue, es ist ein DLC und vielleicht hakt es da noch an einigen Ecken und Enden. Ein paar Bugs habe ich entdeckt, die ich nicht gesagt habe, man hat es aber schon gemerkt mit Elizabeth. Aber naja, für ein DLC auf jeden Fall, muss man sagen, ist im Seasons Pass enthalten. Insofern kann ich mich nicht beschweren. Ich habe das gerade einfach mal kostenlos heruntergeladen und für euch aufgenommen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Let's Play. Und es grüßt euch euer Comstock. Also einer von den Milliarden, die es da gibt, von den Unendlichen. Oder einer von diesen unendlichen Gronks. Ich könnte hier noch 3 gebrauchen in dieser Realität. Dann könnten die für mich aufnehmen, dann könnte ich morgen mal frei machen. Wäre schön, ich täte mich da sehr freuen drüber. Auf jeden Fall, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Auch darüber freue ich mich sehr. Und ja, bis zum nächsten Let's Play. Und Dankeschön fürs Zuschauen zum 3. Mal. Und jetzt aber raus. Tschüss. Und Dankeschön fürs Zuschauen. So, jetzt aber. Tschüss. Und natürlich Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, der Endscreen muss natürlich auch noch sein. Also folgendes. Die Elizabeth, ne? Die ist ja aus einer anderen Realität. Die hat auf einmal, naja, größere Brüste. Sieht ein bisschen hier und da anders aus. Hat aber trotzdem noch ihr Schleifchen. Hat trotzdem noch ihren Fingerhut und so weiter und so fort. Und in der Endszene, da war es ja so, sie stand auf der Seite von Comstock. Also nicht auf seiner Seite jetzt von der Überzeugung her, sondern sie stand nur auf der Seite vom Portal auf seiner Seite. Und auf der anderen Seite war ja Booker ohne Elizabeth. Das heißt, es war ein Booker, der hat gestruggelt um die kleine Anna und die dann letzten Endes den Kopf verloren hat in dieser Realität, was ich persönlich, naja, recht grausam finde. Daraufhin ist aber der Comstock in dieser Realität durchgedreht und wollte so nicht mehr leben ohne seine Tochter. Die hat ja extra, der hat hier losgeschickt, die Lutheses, um die zu holen und dann ist sie da durchgezogen und alles, was ihm blieb, ist quasi der Kopf, deswegen auch symbolisch der Puppenkopf, den er irgendwie immer bei sich hat und er wollte so nicht mehr leben, hat sich in dieser Realität dann den Bart abrasiert und hat sich von den Lutheses irgendwo hin versetzen lassen, wo ihm quasi, wo ihn die Erinnerung nicht mehr einholen kann, wo er vergessen kann, weil das Gehirn, wir erinnern uns an Bioshock Infinite, das Gehirn passt sich ja immer den Begebenheiten der neuen Realität an. So auch hier, er dachte wieder, er ist Booker, er dachte, er ist Privatdetektiv, irgendwo in den Tiefen von Rapture, wo die Lutheses ihn
zeitversetzt quasi hingesetzt haben. Also noch vor dem Fall, pipapo, tralala. Und, ja, so irgendwie muss das auf jeden Fall zusammenhängen. Welche Elizabeth uns da jetzt durchgeführt hat, aus welcher Realität, da habe ich keine Ahnung. Und wenn wir uns hier wiedersehen, dann wahrscheinlich und hoffentlich bei Bioshock Infinite Episode 2, also der nächsten Episode, und man munkelt, wir spielen dort tatsächlich besagte Elizabeth, von der wir keine Ahnung haben, aus welcher Realität sie kommt. Also noch einmal vielen Dank fürs Zuschauen abermals und ich hoffe, wir sehen uns bald schon wieder. Tschüss!